Merci, Sophie. Ja, aus Lausanne und Helsinki wieder zurück nach Zürich. Das sind alles sehr verschiedene Städte und doch haben sie das gleiche Ziel, nachhaltig zu sein. Und wie diese Nachhaltigkeit visualisiert werden kann, das weiß die ZHAW, die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Heinz Bernecker. Ja, die ZHAW hat nun zwei Themen miteinander verheiratet, nämlich die GIS und die BIM. Zusammen gibt es jetzt die GeoBIM, also ganz einfach. Sie sind der Projektleiter. Für was steht denn GIS? Also für geografisches Informationssystem oder den Plural davon. Aber was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, in der Schweiz gibt es ganz viele Informationen, die eigentlich vorhanden sind auf dem Internet, auf verschiedenen Datenplattformen, die geografisch kodiert sind, die eben mit dem Standort verbunden sind. Das kann unter der Erde sein, das kann Leitungen sein, das können Bäume sein, Straßen sein, das können in der Luft Luftschadstoffe sein. Das sind solche Informationen, die man in den Datenbanken geografisch verortet, dann Lifetime immer nachführt und speichert. Und für was steht die Abkürzung BIM? BIM heißt Building Information Modeling, also der digitale Zwilling des Gebäudes. Man kann das auch ein bisschen erweitern, indem man auch von Methode spricht oder auch von Informationsmanagement. Also dieses M ist ein bisschen mehrdeutig, je nachdem. Aber die klassische Bedeutung ist eigentlich der virtuelle Klon, der Digital Twin. Also so weit, so klar. Wir schauen uns nun in einem kurzen Video an, wie Sie mit Pascal Ochsner, dem Projektleiter von Seiten BIM, zusammenarbeiten. Mit dem Projekt GeoBIM können einzelne Gebäude, Quartiere und Städte besser auf ihre Nachhaltigkeit überprüft werden. Und es entstehen so 3D-Pläne, die sehr viel mehr Informationen enthalten und die Nachhaltigkeit planbar machen. Nachhaltigkeit in Bezug auf Klimawandel, Biodiversität, Mobilität und Kreislaufwirtschaft ist eine große Herausforderung. Um diese zukünftig meistern zu können, braucht es auch die zielgerichtete Unterstützung durch digitale Technologien zur intelligenten Nutzung der bestehenden Datenbestände aus der GIS- wie der BIM-Welt. BIM und GIS wurden ursprünglich für unterschiedliche Anwendungszwecke entwickelt. Während GIS für Umwelt- und Raumanalysen entwickelt wurde, wird BIM vor allem im Bereich von Gebäudeplanung und Architektur eingesetzt. Die Herausforderung liegt nun darin, die detailgetreuen BIM-Modelle mit den vielschichtigen Geodaten der Umgebung zu kombinieren. Das Projekt bezweckt diesbezüglich die Entwicklung neuartiger Methoden und Workflows, mit welchen es in Zukunft möglich sein soll, Bauprojekte, Areale, Gemeinden und ganze Städte rasch hinsichtlich der Entwicklungs- und Optimierungspotenziale zur Nachhaltigkeit analysieren zu können. Herr Bernecker, wo sehen Sie denn nun diese Optimierungspotenziale in einem Quartier oder einer Stadt? Ja, die Frage ist auch eben, wo gibt es die Möglichkeiten, die Digitalisierung einzusetzen? Wir haben eine Agenda 2030, wir haben eine Klimaschutzziel 2050. Das sind wichtige, wichtige Ziele. Wir sind zu spät eigentlich unterwegs. Wir müssen rasch vorwärts kommen und zu diesem Zweck müssen wir die Digitalisierung intelligent einsetzen. Wir müssen alle Daten nutzen, die verfügbar sind, und diese verfügbaren bestehenden Datenquellen, Datensätze eben intelligent zusammenbringen zu einem gemeinsamen digitalen Zwilling, den wir dann nutzen können. Also das Ziel ist es auch, aus einer Wegwerfgesellschaft eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Wie viel Handlungsbedarf besteht da? Ja, ich denke, wir haben jetzt einen Hauptfokus, wo wir eben über Klimaschutz, über Klimaresilienz sprechen. Wir werden aber sehr schnell eigentlich jetzt auch andere Themen kombinieren müssen.
intelligent eben diese Nachhaltigkeit hinsichtlich Biodiversität, hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, wie Sie das gesagt haben. Wir müssen diese begrenzten Ressourcen, wir leben auf einem runden, begrenzten Planeten, und wir müssen diese schnell und intelligent lokal in geschlossene Kreisläufe bringen. Oft ist ja auch die Dämmung eines Hauses ein Problem. Werden Sie jetzt Hausbesitzer darauf ansprechen, dass sie ihr Haus sanieren sollen? Nein, wir möchten nicht so weit gehen. Ich denke, das muss man anderen Instrumenten überlassen in dem Sinne. Sondern wir wollen natürlich eigentlich mit dem Projekt eine Grundlage entwickeln, um nachhaltige Simulationen, nachhaltige Entwicklungsszenarien simulieren zu können. Und da ist zum Beispiel eben die energetische, der energetische Zustand ein Punkt. Es ist aber auch eben Biodiversität oder die Produkte im Gebäude hinsichtlich Kreislaufwirtschaft für Gebäude sind alles wichtige Themen. Damit Sie diese Nachhaltigkeit visualisieren können, brauchen Sie ja reelle Bilder. Wie muss ich mir das vorstellen, dass Sie mit einem Auto und der Kamera auf dem Dach durch die Straßen fahren, wie wir das kennen, oder? Um diese digitalen Twins von eben Städten und Gemeinden, von Quartieren und Arealen erstellen zu können und diese rasch erstellen zu können, nutzen wir verschiedene Technologien. Wir haben eben Informationen, bestehende Pläne, Katasterpläne, Grundlagen, die gibt es. Es gibt auch 3D-Modelle einzelne. Es gibt ganz, ganz viele eben GIS-Daten von den Geoinformationssystemen. Und die Idee im Projekt, was wir eben fortführen wollen, sind all diese Datenquellen zu nutzen und zu ergänzen mit anderen Möglichkeiten der Digitalisierung, der Vor-Ort-Digitalisierung, und das sind dann eben Scans. Wir haben Indoor-Scans, wir haben Outdoor-Scans, die haben unterschiedliche Reichweiten, und wir haben auch einen Drohnenpark, mit dem wir da entsprechend arbeiten. Okay, dann schauen wir uns doch so eine Drohne genauer an. Es handelt sich nämlich um eine große Drohne, die den Experten bis zur Hüfte reicht und dank ihrer Größe besonders ruhig und weit fliegen kann. Im Rahmen des GeoBIM-Projektes nutzen wir drohnengestützte Fernerkundung, um zum einen 3D-Modelle der bebauten und natürlichen Umgebung zu erstellen, aber auch um der Farbe zu geben. Weil im Grunde genommen haben wir auf unserem Drohnensystem eine Kamera, die sehr viele überlappende Bilder macht, woraus wir dann zum einen die 3D-Oberfläche wiedergeben können und über die Bildinformation diese 3D-Oberfläche auch noch einfärben können. Das gibt, wie gesagt, zum einen Höhenmodelle, zum anderen aber auch entzerrte, orthografisch korrekte Fotos, sogenannte Orthofotos, die man dann benutzen kann, um zu vermessen, um zu monitoren, um zu quantifizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Je nach Untersuchungsansatz wählt man unterschiedliche Trägersysteme, also zum einen Tragflächensysteme, die im Grunde genommen kleine Modellflugzeuge sind, mit einer Kamera ausgestattet, die schnelle Fluggeschwindigkeiten aufweisen und dementsprechend größere Gebiete abfliegen können, oder aber Coptersysteme, die klassischen Quadcopter, die man so kennt, die höher aufgelöste, kleinere Bildausschnitte machen können, aber im Gegensatz zu den Tragflächensystemen kleinere Gebiete abdecken, aber auch in der vertikalen Bilder aufnehmen können. In unserem Falle nutzen wir beides, einmal um die Fläche aufzunehmen, gerade für die natürliche Umgebung. Gärten, Felder etc. lassen sich immer gut über die Fläche aufnehmen, für anthropogene Strukturen, also Häuser etc., wo auch die vertikalen Strukturen interessant sind, nutzen wir die Coptersysteme. Die Möglichkeiten der drohnengestützten Fernerkundung zeigen uns, dass wir mit sehr wenig technischem Aufwand hochpräzise, genaue und auch zeitlich sehr detaillierte Aufnahmen machen können, die uns helfen, nachhaltige Raumgestaltung durchzuführen.
Wie wir von Johann Junghardt gelernt haben, nutzen Sie verschiedene Drohnenmodelle. Was ist das Besondere an Ihren Drohnen, die Sie nutzen? Ja, wir haben einen ganzen Drohnenpark, den wir auch ausgestattet haben mit ganz unterschiedlichen Kameras. Das brauchen wir vom Scaling her, ob wir eben dann größere Areale oder kleinere Flächen genauer, vielleicht größere ein bisschen weniger präzise, mit höheren Flughöhen. Da gibt es unterschiedliche Herausforderungen in der Praxis. Grundsätzlich geht es eben darum, dass wir diese Nachhaltigkeitsmerkmale erfassen wollen, automatisieren wollen auch, zum Beispiel hinsichtlich der Biodiversität oder der Versiegelungsgrad des Bodens. Und für das brauchen wir solche ergänzenden, intelligenten Systeme und auch eine entsprechende, intelligente Auswertung der Daten natürlich. Mhm, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Was passiert dann, wenn Sie eben diese reellen Bilder haben? Wir analysieren diese Bilder, wir entwickeln momentan eben auch intelligente Algorithmen, um damit Rückschlüsse machen zu können hinsichtlich ganz verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren und Merkmale. Und zu diesem Zweck nutzen wir dann die entsprechenden Daten. Wir kombinieren auch je nachdem von verschiedenen Wellenlängen. Infrarot sagt, hat andere Aussagen, vielleicht quasi Erhitzung, Wärmeinseln in Städten, als jetzt, wenn wir da visuell oder mit anderen Wellenlängen arbeiten. Und Sie erstellen dann eben ein 3D-Modell. Und so ein 3D-Modell schauen wir uns jetzt an. Zudem lernen wir Michaela Messlich kennen, die alle Daten auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. I am researching in the GeoBIM project the sustainability potential of integrating GIS data within a BIM environment and use the latest developments in extended reality to structure, analyze and visualize sustainability. We have started several years ago by capturing reality using the laser scanning technology and creating a BIM model, an actual digital twin of this building. Now, by integrating GIS data, we are developing a GeoBIM model which makes available more complex amounts of data. Mixed reality can bring this data outside the computer screen as a simple hologram. We can interact with it using simple gestures and also embed it in the real context, in the urban environment, to visualize projects and optimize it. It is the perfect base for immersive collaboration, sustainability visualization, analysis and decision making for smarter cities. Dank modernster Technik konnten wir nun einen virtuellen 3D-Rundgang durch eines der nachhaltigsten Gebäude der ZAW erleben. Es braucht aber nicht nur Technik, sondern vor allen Dingen Wissen. Wie viel Know-how steckt denn in dem Projekt GeoBIM? Es braucht ja, glaube ich, für jeden einzelnen Schritt wieder neue Experten. Ja, die Herausforderung ist natürlich, wenn man eben all diese Informationen zusammenbringen will. Wir sammeln die jetzt. Wir haben den Use Case von unserem Campus, den wir da spezifisch modellieren und von spezifischen Gebäuden, wo wir versuchen, all diese Informationen von draußen mit den Informationen von den Gebäuden, die eben drinnen, wie wir jetzt gesehen haben, zu verbinden in einem virtuellen großen Modell entsprechend. Und natürlich ist das eine Herausforderung, weil man da mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Personen, Wissen zusammenarbeiten muss. Wir haben auch ganz viele unterschiedliche Software, die wir da einsetzen, Datenformate. Und das ist natürlich eine der großen Herausforderungen der Digitalisierung. Wie geht man mit all diesen Daten um? Und wichtig ist eben auch, dass man versteht, es braucht auch Menschen dazu, es braucht Kommunikation dazu, wo man sich einigt, mit welchen Verfahren und Methoden man arbeiten möchte. In welcher Projektphase sind Sie und wie sehen Sie die Zukunft des Projekts? Wir
gehen jetzt eigentlich in die Mitte des Projektes. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Informationen eben auch gesammelt. Wir sind am Visualisieren, am Auswerten. Das Problem ist von der Nachhaltigkeit, man sieht den Gebäuden nicht an, wie nachhaltig das die sind. Und es braucht deshalb auch solche Digital Twins, um mit den verschiedenen Akteuren direkt kommunizieren zu können, über Nachhaltigkeit reden zu können, Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Und das wollen wir auch in der im zweiten Teil des Projektes dann weiter fortführen. Wir werden dort auch dann vertieft verschiedene Use Cases hinsichtlich Zirkularität, Biodiversität und auch Mobilität, das sind drei Key-Use Cases, die wir dann auch mit Partnern zusammen dann visualisieren und entsprechend einen intelligenten Workflow entwickeln werden. Für eine bessere Gesellschaft, für bessere Städte, wo alles eine Rolle spielt, der Wind, die Sonne, alles, Sie haben es erwähnt. Vielen Dank, dass Sie uns die Welt des GIS und des BIM nähergebracht haben und viel Erfolg. Dankeschön, Heinz Bernig.